Also machen wir jetzt hier Halligalli oder machen wir Easy Breezy? Da bin ich mir noch nicht so sicher, Alter. Weil ich könnte hier jetzt auch durchsneaken. Muss ich mal gucken, wie ich das am schlauesten mache. Ich könnte natürlich auch die Waffe einfach wegstecken. Und sie auch. Aber ich glaube, sie wird die Waffe nicht einfach so wegstecken. Steck die Waffe weg! Alter, ich explodiere gleich. So, ich bin da. Wir haben Marias Rumpfabrik angegriffen, ihre Plakate zerstört. Und die zuckt nicht mal mit ihren falschen Wimpern. Währenddessen ist Maximas Matanzas tot und ich setze hier im Sumpf fest. Wir haben echtes Blut vergossen, Danny. Und Marquesa hat nicht mal einen Kratzer. Scheiße. Ich werde ihr die Wahrheit direkt ins Gesicht sagen. Marquesa veranstaltet ein PR-Event, eine Tour für ausländische Journalisten. Wenn du uns Ausweise besorgen kannst, gebe ich ihr eine exklusive Performance vor der ganzen Welt. Wo soll ich denn jetzt Ausweise herbekommen? Let's go. Sprengen wir Marquesas Show. Wörter wie Kugeln. Einsatz. Dick. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hinten irgendwo lang. Warte mal, ich gucke mich mal kurz um. Ach, das ist ja so ein... so eine Basis. Ach, boy. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die Basis, die wollte ich mir ja aufheben. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht schaffen wir ja die Trophy. Vielleicht auch nicht. Hol mir erstmal eine Kiste hier. Ja, sieht doch nicht so gut aus, ne? Ich habe 66 mal Patrone. Gucken wir mal. Ich sollte vielleicht mal einen Punkt setzen. So. Was ist denn das eigentlich für ein Computer da? Immer. Was bedeutet das? Versuche Verstärkung zu rufen. Als es halt hart auf hart kommt. Party auf Party. Party, ich mach Party. Da ist einer. Da ist die Kamera. Da ist einer. Da ist das Geschütz. Da ist dieses Geschütz. So, ich gehe mal runter. Also entweder ich kill den, oder ist noch einer. Schwierig, ne? Junge, wo komme ich denn hier runter? Jetzt wachen die auf einmal alle auf, ne? Super geil. Hier ist es gefährlich. Total gefährlich ist es hier. Wir müssen die halt schnellstmöglich irgendwie alle ausschalten. Hier müssen noch mehr sein, hier müssen noch mehr drin sein, Alter. Da war noch einer. Kommt der raus? Nee.
Ein Schlüssel. Bin mir nicht sicher. Eigentlich ist da nichts passiert, ne? Da schreit doch schon wieder irgendjemand. Hallo. Da war doch schon wieder irgendwas, oder? Wo kommst du denn jetzt her? Also da ist einer. Oh, dieses Viech, Alter. Mann, hör doch mal auf! Haben mich ja schon entdeckt, Alter. Ich komm wieder runter. Verstanden. Bleib wachsam. Da muss noch irgendwo einer sein. Direkt hier irgendwo. Also entweder hier direkt hinter der Wand. Der Seite. Oder irgendwo unten. Und dabei wollte ich nur Ausweise haben. Ich glaube, sobald die einen Toten sehen, ist vorbei. Ja, da kann man diese eine Trophäe nicht mehr holen. Das ist eine richtige doofe Trophäe, ist das. Muss noch einer sein irgendwo. Dem Ingenieur ist nichts zu spüren. Ja, scheiß drauf. Mann, Alter, kotzt mich das schon wieder an hier. So, dann können wir auch die anderen gleich wegholen hier. Wo seid ihr denn? Oh, hier. So, von da kommt noch einer. So, erledigt. Das war das Ding. Und Geiselrettung, weiß ich gar nicht. Hat das geschafft? Eigentlich schon, ne? Erobert. Ja, leider wurde ich gesehen. Ja, ich habe auch keine
Kein Alarm. Geisel habe ich nicht gerettet. Die ist wohl doch... Hä, wo ist denn die gestorben, Alter? Ja, ich mitbekommen. Naja. So, eine Werkbank. Wir sollten ja eigentlich diese Ausweise besorgen, ne? Klau einen Presseausweis. Aber den brauche ich doch jetzt gar nicht mehr klauen. Den habe ich doch jetzt schon eigentlich... Panther, Panther, Puma. Geh mal weg hier. Was ist denn das eigentlich hier? Was machen die denn hier? Die drehen hier irgendwelche Filme, kann das sein? So. Jetzt bin ich hier immer noch nicht weiter, weil ich nicht weiß, wo dieser Ausweis sein soll. Keine Ahnung. Ich gehe nochmal da drüben rein. Vielleicht liegt er da. Schrott. So, da sind die Ausweise. Hola, Reporterin Benavides. Presseausweise? Das ist meine Chance, Danny. Ich habe einen arschheißen Zorn für die Schlampe. Also vermasse es nicht. Hey, ganz ruhig, Talia. Was ist los zusammen, ja? Reiß du dich zusammen, Danny. Verlier die Ausweise nicht. Du triffst mich und Beach am Parkplatz des Botanischen Gartens. Und wo? Geh nicht ohne uns rein. Botanischer Garten? Na dann, let's go. Ja, ein bisschen weit entfernt, ne? So, gibt's hier noch irgendwas? Wie sieht's aus? Gut, dann gehen wir mal zum Botanischen Garten. Weil hier haben wir ja eigentlich alles. Und gucken mal. Hier ist der Botanische Garten. Und dann machen wir einen Absprung. Hopp. So. Auf geht's zum Botanischen Garten. Ich sollte sie auf dem Parkplatz der Botanischen Gärten von Yara treffen. Auf dem Parkplatz, das heißt davor. Okay, da ist der Parkplatz. Dann gehen wir da auch mal runter. Alright. Felicidades. Fuck, ja. Ich bin Talia Benavides von... Urban Garden? Coño, das muss reichen. Nimm das Zeug, sonst passiert was. Dann ziehen wir uns mal um. Hey, sind Sie nicht... Silvia Balboa, Garden City? Urban Garden? Geht das auch schneller? Maria wartet. Schön tätowiert. Willkommen. Willkommen, meine lieben Freunde aus dem Ausland. Ach, da ist er. Aus dem Ausland. Danke, dass Sie so weit gereist sind. Hör dir Marias Propagandascheiße an. Den Stolz der Castillo-Administration. Fangen wir an. Und sie schreibt das schön mit. Ich habe heute die besondere Ehre, das Wunder von Viviro mit Ihnen zu teilen. Eines revolutionären Krebsmedikaments. Vor 13 Jahren ist aber nicht viel los, ne? Entdeckte der geniale Biochemiker Dr. Edgar Reyes einen Wirkstoff, der nur in Yara vorkommt. Und der das Wachstum von Krebszellen verlangsamt. Ach, da ist er ja. Aber nur durch die Unterstützung von Presidente Anton Castillo können wir dieses rein natürliche Medikament herstellen. Erleben Sie den Durchbruch von Innovation, Großzügigkeit und dem wahren jaranischen Teamgeist. Folgen Sie mir. Spasibo für diese Einsichten. Da fühlt sich ein Journalist als... Wo sollen wir denn hin? Ich würde ja gerne mal da hinten hin, weil da wird mir irgendwas angezeigt. Aber ich glaube, ich muss hier hinterher. Okay, hier so. Es fängt alles an mit Nicotiana Yarana. Was? Unserer heimischen Tabakpflanze, die auf unseren westlichen Fluren wächst. Mhm. Unser Tabak ist weltbekannt für seinen einzigartigen Geschmack. Dr. Reyes fragte sich, was ihn so einzigartig macht und widmete sich dieser Pflanze. Und damit meine ich nicht, dass er eine Menge Zigarren geraucht hat. Er fand einen Wirkstoff, der die Teilung von Krebszellen verlangsamt, ja fast zum Erliegen bringt. Hier entlang, folgen Sie mir bitte. Ja, dann geh mal vor.
Die geht auch wie ein NPC, ne? Okay, ich bin da. Reyes fand heraus, ach, darf da gar nicht hoch? Tabakpflanzen nur eine geringe Menge des Wirkstoffs enthalten. Also beauftragte Präsident Castillo, Yaras größte Denker, mit Dr. Reyes zusammen einen natürlichen Dünger zu entwickeln. PG240. Dieser wird wie Haarspray versprüht und fördert die Produktion des Wirkstoffs durch Gentherapie und Nährstoffe. Sehen Sie, dieser Tabak hat große rote Blätter. Das macht der Dünger. Schön, nicht wahr? Puro, organico, exotico. Hm? Möchte jemand die Pflanzen besprühen? Drücken Sie einfach auf den Knopf. Ich drücke auf den Knopf. Ich. Ach du Scheiße, das rote Zeug. Das ist der Anfang des Viviro-Prozesses. McKay zu nutzen, um das Embargo zu umgehen, war eine kontroverse Entscheidung. Die Kritiker wollen nur vom Krebs profitieren. Vom Tod. Für sie sind wir eine Bedrohung, deshalb wollen sie uns ruinieren. Hier lang, por favor. Por favor. Sind wir schon durch mit der Tour, oder was? Näher ran! Werden Sie intim. Ich will, dass Sie mich hören. Interagieren. Im Zentraljahr extrahieren, raffinieren und verpacken unsere besten Wissenschaftler den krebsbekämpfenden Wirkstoff namens Yarantin. Yarantin kommt nur in yaranischem Tabak vor. Und Dr. Reyes glaubt, dass unsere Zigarren deshalb so mild sind. Was sagt die denn so komisch? Oder? Ich rauche eine Zigarre pro Woche und sie hält mich schlank und stark. Ach, du musst das Zeug rauchen? Ich dachte, das wird irgendwie eingenommen. Das war die Tour. Unsere interaktiven Stationen stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Wenn Sie bereit sind, treffen wir uns am Tor in der Außenlounge, wo ein Überraschungsgast auf Sie wartet. Ach du Scheiße. Es gibt Gerüchte, dass Bauern, die PG240 ausgesetzt waren, tatsächlich an Krebs erkrankt sind. Narren verbreiten Gerüchte und Idioten glauben sie. Das ist nicht wahr. Aha. Okay. Also wenn es der Oberboss ist, dann... Dann gibt's Probleme. So, und dann gehen wir mal weiter. So, ich folge ihr gleich mal. Ich hoffe, es ist wirklich nicht der Oberboss, Alter, sonst... Ja, können wir mal mitnehmen, ne? Wo geht's denn hier hin? Da geht's nirgendwo hin? Ich dachte, hier wäre irgendwas noch versteckt oder so. Das ist ja ein super Garten hier, kannst du einmal im Kreis rennen. Wahrscheinlich, wenn man sich mal tiefgründiger unterhalten will, dann kann man hier lang gehen. Ach du Scheiße, wer ist denn das? Herr Doktor. Und hiermit endet unsere Führung. Bevor Sie gehen, noch eine Überraschung. Dr. Edgar Reyes, der Pionier hinter Viviro. Ach so. Dr. Reyes, danke vielmals, dass Sie kommen konnten. Ah, muy bien. Also gut, liebe Gäste. Viel Spaß im Ausstellungsraum bei feinstem yaranischem Rum. Dies ist eine Vorschau auf andere Viviro-Produkte, die wir entwickeln. Kautabletten, Nasensprays, Vaginalzäpfchen. Okay. Wie gesagt, alles dabei. Von A bis Z, wobei jeder Buchstabe ausgefüllt ist. Schauen Sie vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an meinen Assistenten Julio. Julio. Ist sie jetzt fertig mit Labern? Ah, jetzt sind wir fertig. Ah, okay. Kommen Sie, Dr. Reyes. Wir wollen uns nicht verspäten. Und wir auch nicht. Gehen wir rein. Ich habe Bicho gesagt, er soll unsere Waffen hier lassen. Bereit, auf die Kacke zu hauen? Oha. Okay, jetzt gibt's auf die Schnauze. Warte die Welle. Wir packen das. Pass auf dich auf. Also, machen wir jetzt hier Halligalli oder machen wir Easy Breezy? Da bin ich mir noch nicht so sicher, Alter. Weil ich könnte hier jetzt auch durchsneaken. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie ich das am schlauesten mache. Ich könnte natürlich auch die Waffe einfach wegstecken. Und sie auch. Aber ich glaube, sie wird die Waffe nicht einfach so wegstecken. Steck die Waffe weg!
Was war das? Ach, da ist sie. Komm, wir gehen los. Hast du die Waffe weggesteckt? Sie hat die Waffe auf jeden Fall weggesteckt. Und wie Sie sicher wissen, streben wahre Jaraner danach, anderen Menschen in Not zu helfen. Mediziner aus aller Welt haben um Informationen über die chemische Zusammensetzung des Viviro-Wirkstoffs gewinnt. Damit können wir zurzeit nicht dienen. Ja, und Sie haben sicher Ihre Gründe dafür. Was sagen Sie diesen Menschen, um sie zu beruhigen? Vorher sind noch viele Schritte erforderlich. Bin ich hier richtig? Da kann man auch noch lang. Da ist er. Ach nee, da ist er gar nicht. Das ist ein Fernseher. Hm? Wir gehen einfach hier lang. Wir gehen einfach... einfach easy außenrum. Da vorne ist irgendein Rohr. Ich muss halt nur aufpassen, dass sie mich nicht sehen, ne? Nehmen wir mit. Es geht immer noch voran. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin hier schon richtig. Wer ballert denn da? Ja, wenn die ballern, baller ich auch. Let's go. Wir sollten fliehen. Wieso fliehen? Ach du Scheiße, Alter. Junge, du sollst dich heilen. Oh, lad doch mal nach, Alter. Da hinten ist irgendwie einer down gegangen. Irgendwo. Lebt der noch? Ne, der ist down hier. Okay. Oh, Bruder! Was haben die denn für Waffen, ey? Okay, der ist hin. Das hier? Die Kiste, mach doch mal schneller, Alter. Warte mal, einer ist noch. Einer, zwei. Okay, der ist weg. Ja, sehen mich natürlich alle, oder? Bullshit, ey. Sind die Terroristen tot? Ja, fast. Was geht da vor sich? So, wo müssen wir denn lang? Hier lang? Nee. Hier müssen wir lang. Ja. Ja, nehmen wir mit. Ein Schlüssel. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, eh nicht mehr, aber... mein Gott. Komm. Ich habe den Schlüssel... ja, hier hätte ich lang gemusst. Aber wer hat denn da geschossen? Da hat doch irgendjemand geschossen. Da ist jemand. Nein, nicht schießen! Oh oh. Ich bin nur Wissenschaftler. Verschwindet, los! Alter, wird die jetzt gekillt? Wahre Jaraner, willkommen. Wir haben heute ein besonderes Programm für euch. Wache Mariana. Maria Puta Marquesa. Oha. Kulturministerin. Onkel Antons. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los. Du bist auch die Leiterin der Akademie für wahre Jarana, oder? Wo man den Leuten das Hirn grillt, damit sie schön brav sind? So wie bei mir, oder Maria? Was? Hm, stell dich nicht dumm, Bitch! Talia, die Waffe runter. Sie ist es nicht wert. Du? Oder?
Du hast mein Haus angegriffen. Du verbreitest deinen Dreck über meinen Sender. Hast du eine Ahnung, welche Peinlichkeiten ich wegen deines widerlichen Auftritts erdulden musste? Ich habe alles gegeben, um da zu sein, wo ich heute bin. Meinst du, das kannst du mir wegnehmen? Meine Akademie wurde errichtet, um falsche Jaraner zu retten, wie dich und dieses Mannweib, deine perverse Komplizin. Wo ist sie? Mag sie es nicht, wenn du mit Waffen spielst? Oh, okay, okay. Scheiße. Na los, aufmachen! Weg hier! Was ist passiert? Schaff sie schon hier raus! Was ist passiert? Ja, ich glaube, das war's mit ihr. Hotel Paraiso Esperanza. Oder? Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen sauer. MC Anton Castillo. Macht er jetzt einen Dancer oder wie? Oder der freut sich, das kann natürlich auch sein, ja, dass er jetzt erstmal entrinkt, weil er sich freut. Oh. Haben die keine anderen Klamotten? Nur die gleichen Klamotten. Oh, der kriegt jetzt auch einen. Es gibt was zu feiern. Oder auch nicht. Also war es doch die Mutter. Alright. Einsatz abgeschlossen. Wörter wie Kugeln. Interessant.